Willkommen zu Frequent Traveler TV und einer frisch gepressten Ausgabe heute am Montag. Ich hoffe, ihr habt euch von den Grillbildern gestern mit Mario erholt. Erfolgreich. Es gab zumindest keine Resonanz oder Beschwerden aus dem Hause Hoffmeister, dass es mit den Steaks nicht geklappt hat. Was geklappt hat, war bei Airbus. Man hat heute 500 Airbus-Flugzeuge verkauft, komplett Banane an einen. Andere haben auch zugeschlagen. Dann haben wir Thema Projektor. Jemand hat Langeweile und hat an die Bins ein Projektorbild geworfen. Da stellen sich natürlich viele, viele Fragen. Weiter geht es dann auch mit den Freunden aus den Niederlanden. Da ist es so, Transavia, also eigentlich Air France KLM, ne? Die haben irgendwie Azubis als Flugbegleiter eingesetzt. Flughafen, Entspannung eigentlich, wenn wir es den Ferienbeginn vom letzten Jahr 2022 mit jetzt vergleichen. Lufthansa hat endlich eine Lösung gefunden für die ehemaligen Germanwings-Piloten. Der Dreamliner ist irgendwie, ja, da ist ein Rad ab, aber keiner weiß, wo es geblieben ist. Und IHG, 100% Bonus-Punkte-Aktion, habe ich eine E-Mail eben bekommen. Und wir haben natürlich einen Deal, der geht mit der ITA. Ja, da können wir uns dann auch direkt mal anschauen, was dort so abgeht. Ich weiß gar nicht, wo mein Deal hin ist, aber wir werden ihn wieder finden im Laufe der Sendung. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, kommentieren, dann auch eventuell eine Kanalmitgliedschaft zu machen und natürlich auch das T-Shirt käuflich zu erwerben. Wir haben auch eine Neuigkeit für alle Kanalmitglieder, die Kanalmitglied sind und eventuell über ein Upgrade nachdenken in die Business Class. Wir haben das Leistungsspektrum der Business Class erweitert. Und ich werfe in den Ring, für jeden, der Business Class Mitglied wird, immer noch in diesem Juni oder schon Business Class Mitglied ist, er bekommt ein Limited Edition T-Shirt aufs Haus von Frequent Traveler TV. Seid gespannt, da wird es was geben. So, und nein, Sven, den Spruch, den ich hier gezeigt habe, der wird es nicht werden. Nur so als Hinweis. Jetzt können wir direkt starten mit der Paris Air Show. Und in Paris werden Flugzeuge, so wie ich es genannt habe, wie bekloppt bestellt. Und da muss man halt wirklich davon sprechen, wenn jemand 500 Flugzeuge bestellt, 500 Airbusse, 320er Neos, einige XLRs dabei, außer 321, aber alles im Prinzip 320er Serie. Der hat dicke Eier, muss man ehrlicherweise sagen. Und Air India hat ja schon Flugzeuge bestellt, wie hammerkrank, aber jetzt kommen die Freunde von Indigo, auch Indien. Und diese Messeorder ist die größte Order als Einzelauftrags in der Geschichte der Luftfahrt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Indien holen die sich Flugzeuge wie bekloppt. Und die aktuelle Modellserie 320 Neo hat Indigo 730 Bestellungen platziert. Davon 340 A320 Neos, 93 321er Neos und bis Ende des Jahrzehnts nochmal 482 dazu, zu denen, die ich eben genannt habe. Da muss man sich auch mal fragen, was ist bei denen los? Es sind feste Bestellungen. Keine Kaufoption, das sagt der Indigo-Chef Peter Elbers. Und der ist auch bekannt, der war ja bei der KLM. Die Bestellung ist, finde ich, unfassbar. Also ich weiß gar nicht, was das ist. Es wird noch ganz genau entschieden, welche Flugzeuge das werden. Aber im Prinzip soll die Auslieferung der Flugzeuge im Jahr 2030 beginnen. Kaufpreis haben beide Seiten natürlich nicht gesagt, aber ich glaube, dass man da einen guten Preis findet. Wenn wir uns den Herrn Scherer nochmal anhören, der meinte, naja, nun gut, wir brauchen nicht immer warten, bis zu solche Dinge kommen, muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, hey, wer 500 Bestellungen hat, der kann vor Kraft nicht laufen, der kann so arrogant sein. Bin mal gespannt, was bei Boeing passiert, ob die das kontern können oder nicht.
Aber wenn man guckt, dass man mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen Indien als bevölkerungsreichste Nation der Welt abgelöst hat im April, der braucht auch Flugzeuge, um diese Milliarden, oder eigentlich sind es ja Millionen, ist ja nur eine Milliarde, Menschen durch die Welt zu fliegen. Krass, 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 krass. Ich meine, ich will jetzt nicht mit der Salzburg-Wien-Geschichte wieder anfangen, aber wir sehen einfach, am deutschen Wesen wird die Welt nie genesen. Also wenn wir die 2% einsparen, das 1,5-Grad-Ziel erreichen, ja, das wird in China, in Indien oder sowas einfach mal inhaliert. Aber nun gut, ich will da nicht zu politisch werden, das ist Marius Aufgabe. Krasse Nummer, könnt ihr unten hier schon mal kommentieren. Transavia, das ist ja so eine Billigfluggesellschaft, quasi ein Billigableger, wenn man das so sagen will. Und die Air France KLM als Muttergesellschaft, also ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine Art Eurowings ist, ne? Also das muss man jetzt der Ehrlichkeit halber sagen. Aber Transavia hat als Flugbegleiter Leute eingesetzt, die ein Praktikum da gemacht haben. Das heißt also, man hat denen nicht die Gehälter bezahlt, man hat da wirklich das Gesetz mit Füßen getreten und Gott sei Dank ist das aufgefallen. Denn in den Niederlanden ist diese Sache mit dem Mindestlohn eine interessante Geschichte. Es ist einmal nicht um den Stundenlohn gegangen, sondern um einen Monatslohn. Und dieser ist für Vollzeitbeschäftigte. Und bei einer Wochenstundenzahl, die regelmäßig 36 oder 40 Wochenstunden ist, ist es auch noch abhängig vom Alter. Das heißt, die Formel, je jünger der Arbeitnehmer ist, desto geringer ist, ist der Mindestlohn. Die volle Höhe von 1.995 Euro erreicht man ab 21 Jahren. Das Ganze ist einfach geschichtlich in den Niederlanden begründet. Es lässt sich heute auch irgendwie nicht mehr sachlich rechtfertigen, aber ist die Regel trotzdem da. Und gegen den Mindestlohn und die Mindesturlaubsgesetzgebung hat die Transavia ganz knallhart verstoßen. Also wir sollten uns da nochmal sagen, hey, in Deutschland ist was im Argen, aber hier ist wirklich was im Argen. Denn die Praktikanten in der Kabine sind vollwertige Flugbegleiter gewesen. Das heißt aber, ohne sie angemessen zu bezahlen. Zwischen Februar und Juni des vergangenen Jahres sind rund 60 Auszubildende in der Luftfahrt da unterwegs gewesen. Und die Arbeitsinspektion so quasi wie die Zollfahndung reinkommt. Ich weiß nicht, Achtung Kontrolle, wenn ihr das guckt, muss das wohl so gewesen sein. Da ist es halt so gewesen, dass die das festgestellt haben. Man hat aber bei Transavia jetzt gesagt, hey, easy peasy, innerhalb der nächsten 4 Wochen zahlen wir den betroffenen Mitarbeitern das entgangene Gehalt nach. Und es gibt ein Bußgeld. Die Höhe ist nicht bekannt, kommt aber noch. Also ich finde, das ist doch relativ krass, dass man dort mit so einem Lohndrückerunternehmen Transavia unterwegs ist. Wir können über Ryanair schimpfen, aber dann müssen wir über Transavia auch schimpfen und dann natürlich auch über die Mutter, weil das ist ja dann irgendwo oben nach unten. Und 60 Leute ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, da ist mir so einer durch die Lappen gegangen, sondern 60. Das finde ich schon eine krasse Zahl. Was auch eine krasse Zahl ist, ist das, was an Menschen am Flughafen 2022 an Schlangen gestanden haben. Wie war das nochmal? 1, irgendwas Kilometer in Köln am Flughafen? Kannst du dir nicht ausdenken. Dieses Jahr sind die Schlangen durchaus etwas moderater und auch etwas augenfreundlicher. Die Warteschlangen sind Gott sei Dank nicht so lang wie 2022. Das ist in Ordnung. Ich gucke gerade, wo das jetzt hingekommen ist. Da ist es doch wieder. Ha, hatte mich verdrückt. Auf jeden Fall ist es so, dass es voll ist. Es gibt Wartezeiten in Düsseldorf, in Köln, Bonn. Und das lässt sich ja auch ehrlicherweise nicht immer vermeiden. Und das müssen wir auch sagen, weil gerade Ferien sind ja Spitzenzeiten. Und da gebe ich denen ja auch recht. Aber die Wartezeiten sind jetzt in einem vertretbaren Rahmen. Die Verdi ist nicht happy, sagt, da müsste mehr kommen. Das wissen wir auch. Und die Bundespolizeisprecher sagten, oder der Bundespolizeisprecher sagte, dass man mit dem Sicherheitschecks beauftragte Firmen DSW und Securitas gesprochen hat. Und die haben dann gesagt, ich sage jetzt mal Indianer Ehrenwort, hoch und heilig geschworen, dass in den Spitzenzeiten das Ganze ohne massive Auswirkungen und Wartezeiten von dann geht.
Ich bin mal gespannt, was da passiert. Außerdem wurden zwei zusätzliche Sicherheitsfirmen hier eingestellt, die in Düsseldorf aushelfen sollen. Eine davon soll zudem in Köln-Bonn auch noch eingesetzt werden. Da ist wohl alles in Kontrolle und gut. Trotzdem natürlich wie immer der Hinweis, reist rechtzeitig an, damit ihr nicht zu spät kommt. Wenn ihr Erfahrung habt, wenn ihr in Düsseldorf, in Köln-Bonn oder so am Flughafen wart, schreibt unten, was passiert ist. Ihr könnt natürlich auch von anderen Flughäfen berichten, wenn ihr da Sorgen, Ängste oder Nöte habt. Wer Sorgen, Ängste oder Nöte hat, das waren die Pilotinnen und Piloten von Germanwings. Die sind ja quasi kaltgestellt worden, sind in eine Übergangsgesellschaft aufgefangen worden und sind auch quasi jetzt fast 3 Jahre nicht geflogen. Die Tochterfirma wurde ja 2022 komplett geschlossen. Da wurde Germanwings Schild abgedreht, weg. Die Zwischengesellschaft hieß übrigens CPG. Ich weiß gar nicht, wer immer auf so komische Namen kommt. Und die 280 Germanwings-Piloten wurden dort einfach geparkt. Lufthansa hatte denen ja auch immer Angebote gemacht, woanders zu fliegen. Und einige hatten hardcore abgesagt und gesagt, nee, wollen wir nicht. Und die Lufthansa möchte ja dieses Problem jetzt im Rahmen des Tarifvertrags in den aktuellen Verhandlungen im neuen Vergütungs- und Manteltarifvertrag endlich mal abarbeiten und mit der Vereinigung Cockpit abschließend regeln, dass diese in der Lufthansa Mainline unterkommen. Finde ich gut, dass man da jetzt die Hingepartie hat und beendet möchte und dass man da eine Lösung dann eventuell hat. Letzte Woche sind die Piloten informiert worden. Die Germanwings-Piloten sollen dann in den Karrieren weitergehen in der Funktion, die sie jeweils hatten. Heißt es so in dem Memo. Ich bin mal gespannt, was da ist. Es sind übrigens bei Lufthansa mit 550 Senioritätsübertragungen gerechnet wird damit und der Konzern will Karrierefrust in der Mainline mit Ausgleichszahlungen vorbeugen. Heißt also, da ist wieder Musik im Karton. Aber ich finde das richtig und ich finde das nur ehrlich und ich finde das konsequent, dass man da etwas macht und tut. Wo auch was gemacht und getutet wurde, und ich zeige euch mal das Bild, damit ihr da auch mal direkt den ersten Aufhänger habt. Ich gehe da mal ein bisschen weiter nach links. Da seht ihr schon, da fehlt ein Rad. Ne? Also das sieht nicht so aus immer. Das muss man ja mal so sagen bei Scoot. Wenn ihr, wo waren das passiert? Taipei. Und man hat auch bei dem Dreamliner nicht wirklich so mal das Gefühl gehabt, dass das so, ja, wo das, also dass das passiert ist. Man hat es nicht gewusst. Das war eine normale Landung. Und wenn man das andere Bild sich anguckt, das hier, dann sieht man das ganz genau, da fehlt ein Rad. Das finde ich äußerst spannend. Naja, auf jeden Fall, die Landung klappte problemlos, war alles easy peasy. Aber als man dann ums Flugzeug rumging, fiel einem dann auf, da fehlt ja was. Und so ist das dann bei der 787 mit der Registrierung 9 Victor Oscar Juliet Foxtrot gewesen, dass das linke Bugrad weg war. Man hat das Flugzeug natürlich dann weiter untersucht, ob Schäden waren, Gott sei Dank nicht. Hat dann geguckt, wo ist das Rad denn abgeblieben? Man hat das Rad bis heute quasi nicht gefunden. Man geht davon aus, dass der Dreamliner das schon kurz nach dem Start verloren hat oder irgendwann, als man da gelandet ist, als man über Wasser flog. Ich weiß jetzt nicht, ob das was passiert mit dem Reifen, wenn der aufs Wasser fällt, ob der dann hochpöppt, wäre mal eine interessante Geschichte, aber ihr habt das mal gesehen, so einfach passiert es. Deshalb haben wir vorne 2 Reifen, falls einer abfällt. Gott sei Dank ist da nicht viel passiert. Wo etwas mehr passiert ist, das ist die Geschichte, die ich euch jetzt bringe. Und da habe ich auch ein Video. Und da seht ihr das auch schon. Der Guy hat set up a projector screen mid-flight and started watching. Heißt also, der Kollege hat einfach mal so einen Projektor und dann auf die Bin geschmissen. Und wie wir sehen, ist das ja auch ein Flugzeug, was etwas größer ist. Ich weiß gar nicht, welches Flugzeug das war. Vielleicht steht das in dem Artikel.
Aber wir wissen ja alle, dass Fluggesellschaften und auch die Lufthansa bei solchen Sachen wie Entertainment mittlerweile sparen, gerade auf der Cont-Flotte. Und die TSA, die sich dafür natürlich zuständig fühlt, lustigerweise weiß ich gar nicht, was die TSA an Bord zu sagen hat, weil das auf deren Instagram-Kanal war, ist es so, dass es auf einem Flug am 6. Januar war, als man nach Washington DC geflogen ist, gekommen ist die Maschine aus Dallas. Und da, also das war eine andere Geschichte. Und da hatte der Kollege auch mit so einem Projektor Trump 2020 an die Decke des Flugzeuges gemacht. Und da könnt ihr natürlich euch vorstellen, was da los war. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein cineastischer Genuss war. Aber hier stellt sich mir die Frage des Tages. Und da bin ich auf eure Kommentare gespannt, was ihr davon haltet. Denn einmal, wer von euch kauft sich jetzt so einen Projektor? Kann man ja mit Batterien bedienen, ist ja problemlos möglich. Dann die andere Frage ist, könnt ihr Geld von den anderen Leuten nehmen, wenn ihr einen Film zeigt? Ist das überhaupt GZ-pflichtig oder wie das alles heißt? Oder GEMA-Gebühren oder so? Und dann, was ist mit dem Ton? Müsst ihr Kopfhörer verteilen? Muss man das über Bluetooth machen? Wie findet ihr die Idee? Also irgendwie interfering mit der Cabin Crew ist es ja auch nicht, weil die werden ja in ihrem Service und in ihrer Ausübung ihres Jobs ja nicht belästigt. Also wir müssen uns das Ganze mal anschauen, inwieweit das Schule macht. Wir können das ja bei der Lufthansa vorschlagen, sollten der Lufthansa aber sagen, dass wenn sie die Kabinen innen hübscher machen, sollten sie nicht so einen dunklen Ton nehmen, sie sollen einen helleren Farbton nehmen, damit die Leinwand auch wesentlich besser ist und vielleicht dann auch so ein glattes Finish auf der Box, nicht so angeraut. Das wäre dann so eine Verbesserung. Spaß beiseite. Ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Freue mich auf eure Kommentare. Jetzt schreiben. Ganz wichtig. Wer bei IHG Punkte sammelt und dort dann auch unterwegs ist, der kann jetzt mit der Aktion bis zu 100% Bonus bekommen. Mit dem Bonus ist es so, dass die natürlich bei IHG Punkte verkaufen, bis zu 150.000. Aber bei dieser Aktion ist das wie bei vielen Aktionen, da wird diese auf 250.000 angehoben. Und das gibt es dann halt immer als Targeted Offer jedes Kalenderjahr. Ich habe diese Offer auch bekommen mit 250.000 Punkten, würde 100% Bonus bekommen, was 250.000 sind, sind wir bei 500.000 Punkten für schlanke 2.500 US-Dollar. Jetzt ist natürlich die Frage, macht es Sinn, bei IHG Punkte zu kaufen? Ich muss ehrlicherweise sagen, es macht nicht wirklich Sinn. Erst wenn ihr einen Use Case habt. Das heißt also, dass die Preise leider nicht mehr so sind wie früher, dass es fixe Preise gibt, sondern die gehen hoch und runter. Das heißt also, man kann nicht immer grundsätzlich sagen, dass es da irgendetwas gibt. Aber wer jetzt wirklich einen Use Case hat, der kann immer dann kaufen und kann diese Punkte dann halt wirklich benutzen. Denkt dann natürlich, dass wenn ihr zum Beispiel eine von den IHG-Karten habt, die zum Beispiel die vierte Nacht für kostenlos macht, für Umme, Fourth Night for Free, da lohnt sich die amerikanische Kreditkarte. Ich sage es immer wieder von Chase. Sprecht mich an auf amerikanische Kreditkarten, wenn ihr sie wollt. Diese dann zu nutzen und dann kann das durchaus Sinn machen. Man kann diese Karten bis zum, wann ist es, 26. Juni 2023, also diese Aktion, kaufen. Und, wichtig, um Mitternacht Eastern Time, also Atlanta, Ostküste, New York, müsst ihr das getan haben und die Punkte werden auch sofort gut geschrieben. Weiter geht es mit Accor. Die haben bei Accor auch eine Promotion und diese Promotion ist natürlich auch nicht schlecht. Denn wenn man sich das anguckt, gibt es dort 1000 Bonuspunkte, wenn man in Indien sich aufhalten möchte. Heißt also, in Indien gibt es da auch dann 1000 Punkte extra. Man muss sich aber wirklich für diese Promotion anmelden. Und der Promotion-Zeitraum ist bis 7. Oktober gebucht werden muss, bis zum 12. August. Dann haben wir für euch nochmal einen Deal, so ein Deal. Und der Deal, so ein Deal, der ist auch in meinen Augen ein hübscher, auch wenn der Abflug, schlagt mich bitte nicht, der Abflug ist in Tunis.
Und da ist es natürlich sehr unangenehm, wenn man das ehrlicherweise sagt. Aber es geht nach San Francisco für 1.579 Euro. Also da sollte man dann ein bisschen Nachsicht haben. Und ich kann euch jetzt auch noch mal die Daten nennen. Einmal natürlich wichtig ist der Aufenthalt. Samstag auf Sonntag eine Nacht oder dann 3 Tage Mindestaufenthalt. Maximaler Aufenthalt sind hier 6 Monate. Kostenloser Stopp ist in Italien erlaubt. Man könnte rein theoretisch dann Tunis, Rom fliegen, macht da dann Aufenthalt, fliegt aber dann von Rom zum Beispiel wieder nach Hause, macht, was man machen muss und fliegt dann nach Rom, bla bla bla. Ihr wisst, wie es geht. Entfernungsmäßig sind es 358 Meilen von Tunis nach Fiumicino, nach Roma und 6.264 Meilen einmal nach San Francisco. Hin und zurück sind es 13.246. Jetzt fragt ihr euch natürlich, Lasemann, wie viele Meilen gibt es? Und diese Antwort muss ich euch schuldig bleiben, denn wie immer gibt es keine ITA hier. Es steht auch keine Alitalia da. Wo haben wir es? Aber hier, da ist ja nichts, das ist alles weg. Deshalb kann ich euch mit Where to Credit da leider nicht helfen oder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nach 22 Minuten kommen wir jetzt zur Frage des Tages und da könnt ihr ja mal beantworten, was ihr davon haltet. Heißt, ob ihr jetzt sagt, ihr kauft euch einen Projektor, ob ihr Eintritt nehmen wollt und was mit dem Ton los ist. Da bin ich wirklich gespannt auf eure Antworten und auf eure Kommentare. Dann geht es weiter mit euren Antworten und Kommentaren. Einmal schnell noch eingetragen und schon sind wir für euch da. Da sagen wir natürlich Hallo Roland, Hallo Matthias, Hallo Tore, Hallo Sven. Dann haben wir noch mal Jörg mit sommerlichen Grüßen. Johann und auch Bernhard, hallo Frank, Grüße nach Bremen, hallo Gregor, Grüße nach Salzburg, hallo Ronny, Grüße nach München und dann danke ich natürlich Tore für die Upgraded Membership, T-Shirt wird geiler Scheiß. Dann haben wir einen Kommentar zu der Scoot 787. Hoffentlich war es nicht das Bugrad. Wenn ich morgens aufstehe, fehlt mir auch häufiger das eine oder andere Rad. Trotzdem läuft der Tag unfallfrei und auch rund hoffentlich. Aber aufpassen immer, dass du nicht mit dem linken Fuß aufstehst. Ne? Dann Transavia ist auch so ein Verbrecherverein, unglaublich, aber wie gesagt, die gehören ja zur KLM Air France oder Air France KLM, muss man ja richtigerweise sagen. Das heißt also, es ist keine Bastelbude oder eine Bumsbude, ne? Also das ist schon so. Die ständige Vorreiter in Deutschland wird es noch teuer zu stehen kommen, kann Lars so dafür spielen, wenn man den... Ich habe Deutschland nicht den Rücken gekehrt. Ich schaue auch manchmal Richtung Deutschland und lache. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich da nicht mehr in der Veranstaltung bin. Thorsten, Hallöchen. Dann Jörg, natürlich. Hallo Bernhard. Ist das jetzt Deutschland oder ist das Scoot? Ich kenne den Kontext jetzt leider nicht. Genau, das ist die 787. Hallo Stadtbär. Heute Berlin, wo bist du? Leider sagst du es uns nicht. Ich finde, die Ella soll auch kurz einen Beamer einbauen. Ja, ein Beamer sollte eingebaut werden. Das war ja früher so. Da hattest du ja auch irgendwie so in der ersten Bin, hattest du ja auch diese 3 Tröten rausgucken und die haben dann auf die Wand vorne das geworfen. TV, aber zuerst sollte der Service angepasst werden. Ja, das ist so richtig. Ja, da keiner von euch sich einen Beamer kaufen möchte, nachdem man die Frage beantwortet hat, ob man Eintritt nehmen kann oder was mit dem Ton ist, werde ich da mal schauen, was die Antworten bei anderen Kollegen sind. Vielleicht schreibt ja noch jemand in die Kommentare was rein, wenn die Sendung ausgestrahlt worden ist. Heute sind wir bei 35 Leuten. Krass, danke euch. Auf jeden Fall denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und so weiter und so fort. Und Kanalmitgliedschaft. Business Class kriegt ein Jahres-T-Shirt. Das kriegt man nur ab Business Class.
Das gibt es sonst nie. Das gibt es kostenlos, wenn man 12 Monate Mitglied war, zum ersten. Aber jetzt für alle, die Business Class sind und Business Class werden bis Ende Juni und dann natürlich auch bleiben, wird es dann das nächste T-Shirt in der Edition im Januar geben. Aber das erste wird es dann zwischenjährig geben. Ich denke mal so August, September. Also, dann danke ich euch und viel Spaß. Oh, was haben wir denn noch? Das ist ja auch lustig. Ich sehe zum Beispiel hier jetzt Sachen. Hier. Da ist es doch. Also ich habe es auf dem Kanal gesehen, aber hier ist es so. Der Beamer würde mich nicht stören, sofern ohne Ton. Ich schlafe gerne. Ja, aber dann kriegst du ja nichts mit. Dann musst du ja einen Text lesen. Das will ich ja auch nicht. In den 2000er Jahren haben Fernsehen mit Kopfhörer gegeben. Ja, das ist richtig. Das ist so. Aber jetzt bin ich wieder raus. Wir haben fast 30 Minuten, 96 Minuten, 28. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch morgen und viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. So, jetzt.